Herzlich willkommen zu einer neuen The Walking Dead Folge mit mir, dem Stavo. Was geht ab? Heute werden wir mal richtig den Banditen einheizen, wenn wir ihr Lager finden. Oder wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Wir wissen es nicht. Wir gehen einfach mal, die Säge gucken wir uns nicht an, wir gehen einfach mal hier durch das Gatter. Das hört sich doch gut an. Gatter, geh auf. Ja. Braves Gatter. Gutes Gatter. Und wo können wir jetzt hin? Hier? Eine Steckdose? Ach so, für das Licht. Da haben wir einen Wasserhahn zum Wasser lassen, ne? Heuballen. Toll, wir können uns einen Heuballen angucken. Hey. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. Ah, stimmt doch, das ist clever. Da sind sie doch nützlich. Aber sonst ist hier nichts. Also man kann sich auf jeden Fall gut hier barrikadieren. Da müsste wohl die einzige kranke Kuh noch drin stecken. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Achso, ja, bei der Kuh. Ja, geil. Was haben wir hier? Heuhaufen. Wir müssen ja alles angucken. Looks like a feeding station for the cow. Ne, alles anklicken, alles angucken. Das sind doch so neugierige Menschen. Was sagt der? Was sagt denn hier unser Grummelbärchen? Der sagt gar nichts, aber mit Lily können wir reden. Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? He'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Was hältst du davon, dass mein Freund zu verlassen, was dein Vater angeht? How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Ja, was war ein Unfall. Sie und Kenny haben Frieden nicht... Hä? Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht? Take it you and Kenny didn't exactly make up on the way. Ach so. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything. But gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Hey, thanks for backing me up this morning at the motel. I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? Meiner Meinung nach ist sie eine gute Führerin, und das sagen wir auch. You're a good leader, Lily. Kenny's too emotional, but his intentions are in the right place. Still, it'd be best for all of us if you two could try to work together once in a while. Das war eine gute Antwort. So hätte ich das auch gesagt, auf jeden Fall. Ja, glaube ich nicht. Na, ist egal. Komm, wir wollen die Banditen jagen, töten, umbringen, zerschnetzeln, abhacken, Köpfe und was? Werde ich hier wieder zu brutal? Nein, nein, nein. Ich weiß ja, dass ihr alle 18 seid. Darum dürft ihr es auch gucken, nicht? Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, wenn wir zu denen gehen, kommen wir zum Banditenlager. Die spielen hier ein bisschen. Hallo, lass Clementine doch auch mal schaukeln. Hier, Clementine, lassen die dich nicht spielen. Do you like the swing? Yeah, it's fun. Be sure to tell Andy thank you, okay? I will. Will you push me on it? Yeah. Sure. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Naja, wir müssen uns ja mit unserem kleinen Kind hier gut stellen. Lass uns sie einmal über den Baum rumwickeln. Okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Get lucky out there. It'll be a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Then we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. Wie findest du die Molkerei? What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? I'm not sure, Clem. I hope so. I hope so, too. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clem. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck. Don't pop a gasket.
Da wird da gleich wieder richtig hibbelig. Aber wir können weiter. Ich erinnere mich gerade auch, dass wir eigentlich den Hut für Clementine suchen wollen. Das sind wir voll verpeilt. Dafür durfte sie jetzt schaukeln, ja? Also, haben wir alles wieder wettgemacht. Fellas, how you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Yeah, we gotta work together on this. Those bandits are a danger to everybody. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Jetzt geht's los, meine lieben Kinder. Wir gehen auf die Jagd. In den Ladebildschirm. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. Here. Oh shit, you found it? Sieht aber verlassen aus, meine Lieben. Aber es sind die Banditen. Okay, wir können schleichen. Brauchen aber einen sicheren Punkt. Können wir hier rechts an der Seite lang? Nee, wir haben keine Wahl. Doch, haben wir wohl. You see anybody? Im Zelt könnte jemand sein. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Genau. Lassen wir ihn mal vorgehen. Clear. This camp's too small. Can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. So, wir haben hier lecker Soap Express für den kurzen Hunger. Was ist das? Selfloads-Kiste. Ja, schauen wir mal. What's in the boxes? They're all from Save Lots. The first few days, they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Das ist zu viel für eine Person. Wir wissen nicht. Not unless you need a bunch of empty cans. I'll pass. Okay, das kann auch sein. Das kann weiß nicht, anderen Leuten gehören. Und ich meine, ich habe da eben so eine Kinderdecke gesehen. Wir schauen uns das mal genauer an. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Seht ihr, es kann auch jemand anderen gehören. Looks like they expected to be here a while. Empty. Gut, Milch, Kanister, den wir uns nicht angucken können. Nothing. Wie kann... Da stehen doch Sachen drin. Kannst du nicht mal überprüfen, ob da auch was drin ist? So, in einem Kessel. Ein Kopf vielleicht? Just water. Nur Wasser. Schade.
Haben wir uns jetzt nicht überall umgeschaut? Ne, warte mal, was haben wir da? Abfall? Yuck, I don't need that. Warte. Empty. But it looks like someone's been eating out of these. Recently. Also können sie nicht weit entfernt sein. Das kann ich... Ne, das ist das Zelt. Warte. Looks like they were moving a lot of stuff. Okay, wir waren jetzt doch überall, oder nicht? Können wir nochmal uns... Oder können wir mit ihm reden, irgendwie? Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Huh. Chips. Kanister. Das war's. Können wir hier einfach weggehen? Ich weiß gar nicht, warum er jetzt die ganze Zeit ans Zelt reinguckt. Was da hinten? Vielleicht irgendjemand im Hintergrund? Der sich versucht zu verstecken? Der sich versucht zu verstecken? Der sich verstecken versucht? Hm. Ja. Okay, ich sehe hier, glaube ich, nichts mehr. Also manchmal ist man in diesem Spiel schon ein bisschen ratlos. Manchmal weiß man hier nicht weiter, was man jetzt als nächstes machen soll. Aber das ist ja... Warte, das ist immer das Zelt. Nee, Benzinkanister, so. Nothing but fumes. Ah. Shit. Unser Zelt, 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 Zelt. Ach so, bei... Ah, natürlich, natürlich. Ah, eine Kiste von unserer Farm. Boxes from the dairy here. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Was ist das? What do you find? A video camera. Let me see that. Battery's dead, though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Ach, aber sie macht ja alles richtig. Muss man ja sagen, sie ist ein kluges Köpfchen. Aber jetzt... Wie soll ich jetzt zu ihm kommen? Wie hat er es gemacht? Ist er einfach um die Ecke gegangen? Ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Er ist einfach zu gut für mich. Er kommt da echt nicht... Ja... Ich will auch nur um die Ecke, darum geht das nicht. Ne. Und weg ist er. Komm ich denn jetzt? Gottverdammt. Ich möchte doch einfach. Und weil, aber ich SES. Hm. Oh, okay. Können wir ein Nickerchen machen. Oh, man. Ach, der Hase ist blutig. Generell im Zelt ist es ein bisschen blutig. Und was liegt da? Ein Schädel, ich hab's doch gesagt, ein Schädel. Nee. The hell? Don't fucking move! Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them.
men who lived here, but it weren't safe. Not for me, and not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them every way I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Was? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for- Oh! Was zum... God damn it! You straight up murdered that woman! Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Come on. Alter, ich trau dem Typen nicht mehr. Aber ich bin selber schuld, ich wollte noch was fragen, konnte aber nicht mehr klicken, also mein Fehler. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are ya? Not after what they did to your friend. You're back! What happened? Handled it, Mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on with them? Don't know. Squabbling, looks like. A lot of tension with y'all, huh? Oh ja, da stehen wir. Ja, das könnte man sagen, gar nicht. Yeah, you could say that. We don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Oh Mann, Kinder, ich bin mir nicht sicher, was hier abläuft. Ich traue dem Bruder von dem einen, der sieht auch so böse aus. Der andere ganz lieb, aber der total böse und... Ach, ich weiß es nicht. Und sie wollte ja gerade irgendwas über ihn verraten, aber dann hat er sie erschossen. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Aber heute nicht, sondern erst im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.